Geld bittet und das passiert ist und jetzt nicht hörbar ist und ich aus dem ORF angerufen wurde, aus der Führungsspitze auch eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft, darf ich bitte den Sachverhalt auch einmal darlegen. Sie haben ihn schon dreimal dargelegt. Und hier heute überhaupt noch nicht. Und dann hier aus höchsten Stellen des ORFs informiert werde, dass man eine Überprüfung stattfinden hat lassen. Ich werde denjenigen nicht einen Mobbing aussetzen. Ja? Ich habe eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelt, wo diese Information der Tonspurmanipulation auch der Staatsanwaltschaft mitgeteilt wurde. Und wissen Sie, wie leicht es auch belegbar ist, weil nämlich da ein Ton zu hören ist, bei dem ORF-Video mit Originalton, wo man Nazis Rausrufe hört, obwohl die Nazis Rausrufe gar nicht mehr stattgefunden haben können, weil nämlich die Gegendemonstration seit einer halben Stunde zu Ende war. Das heißt, wo keine Gegendemonstranten mehr da waren, dass man diese lauten Geräusche der Nazis rausrufe. Nicht. Die Gegendemonstration war zu Ende, aber die Demonstranten waren da. Dort war auf keine diesem ganzen mehr. Band, ich habe keine Schweinsohren, habe ich überhaupt nur Rufe man hört, gehört. Man hört ja, sogar auf den Bändern, die veröffentlicht wurden, die zwei unterschiedliche Geräusche. Und das werden dann Experten zu beurteilen. Jetzt reden wir schon wieder von dem Handyvideo. Wir reden von drei unterschiedlichen Tonbändern. Ein Richtmikrofon, das dabei war. Das haben Sie im Parlament auch schon erklärt. Es gibt vier Tonspuren übrigens, aber das ist völlig egal. Schön, dass Sie ein vierte auch zugeben. Herr Strache, das gebe ich nicht zu. Die haben vier Tonspuren. Es gibt extra einen Tonassi, der sich um dieses Ding, Assistent, der sich um diese Dinge kümmert. Es hat nichts mit Manipulation, nichts mit irgendwas zu tun. Der Tonassistent hat natürlich die Aufgabe, wenn er ein Interview oder so irgendwas hat, Nebengeräusche herunterzufiltern. Das ist doch ganz logisch. Das macht er als sein Geschäft. Sonst versteht man nichts. Aber ich habe mir das angehört und was Sie mir gesagt haben, stimmt. Man hört hinten noch irgendwelche Rufe, weil die Demonstranten noch da waren. Die Demo war schon aus, aber die Demonstranten waren noch da. Die sind irgendwo dann abgezogen. Ab 19:05 hat es eine Auflösung der Gegendemonstration gegeben. Und das wird man sehr wohl aufklären können. Nein, das Gericht ist ja auch protokolliert. Ja, aber vor Gericht. Herr Lackner. Ich glaube, es ist ziemlich sinnlos, wenn wir jetzt über Sachen aber reden, nicht über Politik jetzt. Die wir nicht klären können. Grundvorhalt des Bundespräsidenten Strache ist ja, ihr bringt da Leute zu meiner Veranstaltung, ja, die sonst nicht da so wären. Solche es. Leute das habe ich nicht Vorwurf, bei meinen Veranstaltungen. Und ich sage, solche Leute haben Sie zuhauf bei solchen Veranstaltungen. Ich bin oft bei Ihren Veranstaltungen, ich bekomme auch bezahlt dafür, nicht vom ORF, sondern von meinem Unternehmen, dass ich dorthin gehe. Und ich sehe diese Leute immer wieder am Stephansplatz, wenn sie ihre Schlusskundgebungen bei Wahlkämpfen haben. Habe ich noch nie eine Zwischenkundgebung. Ein Stock im Eisenplatz, bitte, einer daneben. Habe ich auch nicht. Ich noch nicht. Ich habe noch keine Veranstaltung am Stock im Eisenplatz. Dann filmen Sie die, die kommen und bringen Sie sie nicht mit unter Regieleitung. Dann sind wir bei den Fakten und dann können Sie diese Herrschaft interviewen und auch eine objektive Berichterstattung vornehmen. Aber dann karrt man nicht irgendwelche Neonazi-Statisten hin, die man bestellt und bezahlt, was im Raum steht, wo Sie sagen, es stimmt. Nicht, na, Sie sagen, solche Leute sind bei mir nicht. Na, das sagen Sie doch. Sie sagen doch, solche Leute sind bei mir nicht. Ihr gebt ein falsches Bild von meinen Veranstaltungen. Na, wenn bei mir jemand Sieg Heil sagt oder Nazi-Baron ruft, wird er angezeigt. Ich habe zwei solche Fälle gehabt. Bei über 1000 Veranstaltungen, die ich gehabt habe. Einmal in Salzburg, im Dreikeller, wo so etwas passiert ist, wo ich Anzeige erstattet habe, weil das bei mir nicht erwünscht ist und solche Straftaten bei mir nicht erwünscht sind und ich sie auch zur Anzeige bringe. Und ich habe einen zweiten Fall gehabt, wo interessanterweise auch der ORF dabei war, auch das gefilmt hat und dann aber nicht meine Worte dazu, dass ich die Exekutive aufgefordert habe, da einzuschreiten, nicht erwähnt hat. Das sind genau die Punkte. Und da warte ich mir Objektivität, dass dann auch berichtet wird, wie ich mich als Parteichef, wenn so etwas passiert bei einer Veranstaltung, mich auch korrekt verhalte und im Sinne der Demokratie ganz klare Maßnahmen auch treffe. Das hat man in der Sendung übrigens gesehen. Das hat man in der Sendung gesehen, dass es getan haben. Sie waren ja nicht der Hauptdarsteller in diesem Beitrag. Das waren ja die zwei Burschen. Schauen Sie, bei dem, was jetzt zusammengeschnitten wurde. Die wurden ja, naja, das hat man gesehen. Das ist die Sendung, die zu beurteilen ist. Die waren ja die Hauptdarsteller und deren Weg und deren Schicksal wurde ja gezeigt und das hat geendet bei einer Veranstaltung von Ihnen. Was anders sollte man tun, als mit denen dorthin fahren, wenn die sagen, das ist der Einzige, den man wählen kann? Ja, was soll man denn sonst mit ihnen tun? Das sagen Sie ja,
dass Sie das dem Herrn Moschitz gesagt haben, dass Sie das nicht von mir denken, aber der Herr Moschitz das eingefordert haben sollte. Und das sind ja genau die Fragen. Und genau um solche Inszenierungsmöglichkeiten. Nein, aber das sagen Sie ja. Das sagen Sie ja. Und dann auch unter Anleitung Ihnen gesagt wurde, Sie sollen laut jubeln. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Herr Strache. Wenn der ORF klagt Sie auf Kreditschädigung, dann kann das bewiesen werden. Oder Sie klagen oder zeigen an den ORF oder die Redakteure, dann gibt es auch ein Verfahren. Ja, das dann wird das Gericht das klären. Kommunikationsverfahren wird es auch geben. Ja, dann wird das klären. Wer Sie so hören, das klären. Ist optimal. Wir sind da nicht zuständig dafür. Ich wollte nur ganz kurz sagen, darf ich zwischendurch von einem Anruf berichten? Ich möchte von einem Anruf berichten, der gekommen ist. Und zwar von Philipp, das ist einer der beiden, ja? Einer der beiden Neonazis. Der sieht unsere Sendung. Und er hat angerufen, ich stelle das kommentarlos her, was ich jetzt sage. Es richtet sich gegen Sie. Ich habe auch zwei Drohbriefe erhalten, die Staatsanwaltschaft. Ja, ja, okay, ich stelle es kommentarlos her. Der Philipp hat angerufen, er sieht unsere Sendung und er sagt, er hat das Gefühl, dass er vom Herrn Strache benutzt wird. Er hat das alles so nicht gesagt, was hier behauptet wird. So, Punkt, Ende. Das beweist alles und nichts, sage ich. Es beweist genauso alles und nichts, wie diese Aussagen alles und nichts beweisen. Gefährlich, was Sie jetzt das ist jetzt sehr gefährlich, weil der Philipp stand hier nie zur Debatte. Es standen zwei andere Personen mit ihren Zeugenaussagen zur Debatte. Jetzt wäre ich besonders vorsichtig und mit den Namen. Ich weiß nicht, wieso man jetzt plötzlich Namen nennen. Philipp war in der Sendung auch erwähnt. Ne? Ist jetzt gerade das alles Polizeiprotokolle. Ich sage Ihnen schon, wenn man. Ich stelle es kommentarlos her. Ich sage nicht, dass es wahr ist, was er sagt. Deshalb sage ich, das sollen die Gerichte beurteilen und nicht wir hier. Wir sollen der einzige Platz, wo wirklich beurteilt werden soll, die Gerichte herrschen. Und welche Regieanleitung der Manipulation. Es gab weder Inszenierung noch Manipulationen. Wo wir uns stellen, ist das Gericht, Herr Strache. Und der Herr Moschitz wird vor Gericht aussagen. Und der unabhängige Richter, und das ist mein Vertrauen in die Justiz, wird entscheiden. Genau. Nach Ansicht der einzigen Originalkassette, die es gibt. Das ist die strafrechtliche Seite. Ja. Aber bitte, wir reden auch von der medienpolitisch relevanten Seite. Bitte schon um Vergebung, Herr Strache. Wir reden auch von der Seite, wie ein öffentlich-rechtlicher Sender sein Objektivitätsgebot jederzeit darüber reden. Nur das Problem ist ja ganz anders, Herr Strache. Sie bedrohen einen mit Rennerpreis und ich weiß nicht was ausgezeichneten Redakteur dieses Hauses, der seit 20 Jahren arbeitet, unter Umständen mit einer Strafandrohung von mehreren Jahren. Und Sie sitzen da als Immunabgeordneter und Clubobmann. Schauen Sie, wenn Ihnen kann überhaupt nichts passieren. Also jetzt sage ich Ihnen, Herr Fischer, wenn ich etwas wahrnehme und höre, ja, dann gehe ich nicht sagen, zur Tagesordnung über. Nein, ich sage nicht, was ich will. Aber ich sage das, was ich wahrgenommen und gehört habe. Und Sie unterstellen mir, dass ich die Unwahrheit sage. Das ist ja genau die Methode. Und Sie stellen sich die letzten Tage her und tun so, als hätte es diesen Skandal nicht gegeben. Herr Strache, ich unterstelle Ihnen gar nichts. Ich habe nur gesagt, wir beugen uns sozusagen jeder richterlichen Entscheidung, aber ich lasse es nicht zu, dass ORF-Journalisten, die hier in diesem Haus mit höchsten Preisen dekoriert sind, in einer Sendung arbeiten, die am höchsten dekorierte Sendung dieses Hauses ist, quasi pauschal verunglimpft, ich weiß nicht was alles werden manipuliert und Ding, ja, und das von jemandem, der hier sitzt, gegen den wir uns nicht wehren können. So. Ich kann mich nicht gegen Sie wehren. Ich kann mich gegen Sie nicht wehren. Wenn ich Sie heute anzeige, sagen Sie, super, der Fischer zeigt mir an, klasse, mich liefert sicher niemand aus. Herr Fischer. Ich kann sofort ja nicht einmal die Staatsanwaltschaft sich wehren gegen den ORF, wenn es um Beweismittelsicherung geht. Ne? Wie war das? Der Staatsanwalt war sehr freundlich zu mir, ich war sehr freundlich zum Herrn Staatsanwalt und ich habe dem Herrn Staatsanwalt gesagt, entschuldigen, aber die Pressefreiheit und das Redaktionsgeheimnis ist der Kern unserer Arbeit. Damit man und daher kann ich diese 100 Verhandlungen einen Fall nicht aufklären kann. Nein, Herr Strache, ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Wissen Sie, warum die da waren? Das ist meine Interpretation. Das weiß ich. Das ist eine Interpretation. Die waren deshalb da, weil auf dem Original nichts drauf war. Nichts, was Sie uns vorwerfen. Da war überhaupt nichts drauf. Ja? Da war alles das, was wir jetzt gesehen haben, aber kein einziger Vorwurf von Ihnen scheint bestätigt worden zu sein. Daher wollten die jetzt noch, ich weiß nicht, 20 mehr Kassetten haben. Da ist aber von Ihnen schon gar nichts drauf. Was ja gut ist. Weil das da ist kommen ja auch, Sie überhaupt nicht was vor. Ja, was ja gut das ist meine ist, Interpretation. Das, was ich gehört habe, nicht mehr hörbar ist auf den Bändern und auch überprüft wird, warum sie nicht mehr die Polizei manipuliert, nicht wir. Aber Herr Fischer, drehen wir uns im Kreis. Bitte, wir drehen uns, ihr beide, wenn ich einen Gedanken noch zu Ende führen will. Was eine Tonspurmanipulation betrifft, sagt jeder,